Tech. Die Weckattacke. Es ist nur eine normale Handynummer, aber sie führt uns weit, weit nach Afrika. Ägypten. Ja. Bitte melden. Und wir hoffen, dass es klingelt. Es wird. Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt. Oh. Bitte fragen Sie bei der Auskunft nach. Das ist jetzt wirklich merkwürdig, weil es ist genau die Rufnummer. Versuchen einfach wir sie nochmal neu. Vielleicht ist da irgendwas schiefgegangen. Das wäre so schade drum. Ich fürchte, es ist wirklich genau die Nummer, die ich da habe. Nein, oh nein. Und ja, noch andere Hinweise mit der Rufnummer. Oh. Wühl mal bitte diese 10 Seiten durch, die uns von der Auftraggeberin hier geschickt wurden. Ja, noch aber eine andere Telefonnummer das irgendwo ist. Das ist ja die Nummer. Ach, verdammt. Ja, vielleicht ist sie in einer anderen Mail, aber anders geschrieben. Wir wollten diese Geschichte unbedingt machen. So, ich teste das nochmal. Das ist ja nur die gleiche Mail nochmal. Es ist leider die richtige Nummer, die ich hier eingegeben habe. Wähl sie einfach nochmal. Ja, mach ich ja schon. Und ich hörst auch schon, diese Rufnummer ist leider nicht. Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt. So. Und jetzt will ich ja eigentlich, dass wir die Auftraggeberin anrufen. Das ist auf der zweiten Seite unten. Mit der würde ich gerne reden. Wo ist sie? Auf der zweiten Seite unten? Ja. Es ist die 0173-Nummer, relativ deutlich über die mit freundlichen Grüßen, okay. Genau, einfach anrufen, mit der müssen wir reden, mit der Frau. Die hat jetzt echt ein Problem. Ja, jetzt hat sie ein Problem, weiß ich ja nicht. Die Frau war wahrscheinlich falsch, ist von der anderen Nummer. Ja. Wir können es auch kurz machen, Marco, bestimmt sie einfach nur kurz und dann kriegen wir vielleicht noch die richtige Nummer raus. Okay. So. So eine schöne Geschichte, verdammt. Jetzt bist du sauer. Ja. Oi, oi, oi. Und sie hat jetzt ihr Handy aus wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Toll, toll, toll. Nee, es klingelt, immerhin. Und wir hoffen ja, sie hört zu, möglicherweise. Hallo? Ja, hallo, hier ist Radio 1, Katja. Katja. Wir hören Radio? Ja, wir würden das so gerne machen. Wir können natürlich nicht die komplette Nummer jetzt im Radio abgleichen. Dennoch scheint irgendwas nicht zu stimmen mit der Nummer, weil die Nummer ist ja nicht bekannt. Es ist ja nicht, dass sie es aus hat oder so. Ist es wirklich eine 0175-Nummer? Weil das war noch unsere größte Hoffnung, dass die Vorwahl vielleicht nicht stimmt. Ich müsste Handy wählen, was wir jetzt gerade angerufen haben. Ja. Kann ich euch zurückrufen? Naja, wie sollen wir es sagen? Wir könnten ein ganz kurzes musikalisches Intermezzo wagen. Ja. Und wir machen es ein bisschen später. Genau. Rufen Sie einfach zurück und dann klären wir das. Unter welcher Nummer? Ja, ja, unter der normalen Radio 1 Hotline. Einfach kurz dranbleiben. Selten hatten wir uns so auf eine Weckattacke gefreut wie auf diese und dann stimmt irgendwas mit der Handynummer nicht und da scheint auch generell was nicht zu stimmen, weil wir haben die Auftraggeberin, das ist Katja, gebeten uns die Nummer nochmal zu geben und das ist genau die, die wir angerufen haben. Also irgendwas stimmt mit der Nummer nicht, deswegen muss Katja jetzt ran. Hallo Katja. Hallo. Was war denn die Idee, weil die Hörer wollen es natürlich jetzt wissen. Ja, die Idee war, ich bin nach Berlin gezogen, von München aus. Meine beste Freundin hat mich da wahnsinnig unterstützt und die hat sich gewünscht, dass ich mit ihr zusammen in den Urlaub fahre. Mhm. Dieser Urlaub ist genau jetzt. Ja. Heute hat sie Geburtstag und ich erzähle ihr seit Monaten, dass ich nicht mitfahren kann. Und jetzt kommt's. Und jetzt kommt die Überraschung. Eigentlich wollte ich, dass ihr ihr heute verratet, dass wir am Dienstag nachfliegen. Oh, ist das toll. Sie hat jetzt im Gepäck ihr geschenkt. Hat keine Ahnung. Ach Mann, es wäre so schön gewesen. Wir hätten so gern die Überraschung verraten. Leider hat sie offenbar bei der Investition für die Reise so viel Geld ausgegeben, dass sie ihre Handyrechnung nicht mehr bezahlen konnte. Auf jeden Fall wird gesagt, diese Nummer ist nicht bekannt. Dementsprechend müssen Sie, was aber auch schön ist. Ja, wir werden es gleich anrufen. Ja, es wird nicht gehen, das können wir Ihnen jetzt schon sagen, aber versuchen Sie es gerne. Ja, stimmt. Sie haben viele Menschen, glaube ich, auf jeden Fall heute Morgen gerührt, zu Tränen gerührt und wünschen Ihnen einen schönen Tag und einen guten Urlaub in Ägypten ab nächster Woche, ja? Danke. Tschüss. Danke. Ja, tschüss. Und einen schönen Morgen. Danke. Der schöne Morgen. Weckattacke. Auch Sie wollen jemanden schön aus den Federn holen? Kein Problem. Schicken Sie eine Mail an schön@radio1.de. Den Rest.